Shalom, Shalom. Ich grüße euch allerliebst aus dem tiefen Süden, vom Äquator in Afrika. Ich bin in Uganda und ja, ihr werdet es nicht sofort erkennen, aber ich bin eine sehr glückliche Afrikanerin geworden. Ja, und jetzt darf ich heute auf Einladung euch eine wunderbare Botschaft bringen, und zwar über einen Kongress jetzt im März. Vom 25. bis zum 27. März findet in Dresden eine wunderbare Konferenz statt, und zwar den Vater sehen oder dem Vater begegnen. Ich glaube, in jedem Leben eines Gläubigen ist es der entscheidende Punkt der geistigen Entfaltung, wenn wir dem Vater begegnen oder den Vater sehen, wie er ist. Denn der Vater gibt uns die Identität. Und so möchte ich euch herzlich einladen, es sind nämlich wunderbare Sprecher, vier Männer. Der erste ist mein Freund, Pastor Daniel Exler von Pforzheim. Der zweite, Pastor Kennedy Laubing aus Koblenz. Der dritte, Pastor Markus Schuster aus Dresden. Und der vierte, Stefan Mark aus der Schweiz. Die werden euch nicht nur über die Vaterschaft eine gute Lehre geben, sondern auch über Heilung, Befreiung, Freisetzung von Dämonen sprechen. Es wird eine ganzheitliche Konferenz sein für Männer, die durchbrechen wollen in eine Freiheit, ein Sohn des Königs aller Könige zu werden. Und da möchte ich euch noch Folgendes dazu sagen. Also die Gottesdienste finden am 25.03. um 18 Uhr ist der Gottesdienst, am 26. um 11 Uhr Vormittag und um 18 Uhr Abend, am 27. um 13 Uhr und um 18 Uhr. Die Veranstalter, der Veranstaltungsort ist die Elim-Gemeinde in Dresden in der Bischofswerder Straße 1, 01099 Dresden. Aber die Gastgeber, sie ist die Agape e.V. Family Church. Und weitere Informationen finden Sie dann im Internet. Ja? Also den Vater sehen Konferenz. Ich würde euch sehr ans Herz legen, denn wenn ihr mal den Vater gefunden habt, den himmlischen Vater, dann hört jede Suche auf der Welt nach Identität auf. Ihr Lieben, meldet euch an. Ihr werdet dann im Internet findet ihr noch weitere Informationen. Aber es ist es wert, diese 3 Tage zu investieren, damit dein Leben auf ein ganz solides Fundament kommt. Denn Jesus kam, um uns den Vater zu offenbaren. Und wir müssen durchbrechen in eine Liebesbeziehung, Herzensbeziehung zum Vater. Dann kommt dein Leben in die Ruhe Gottes. Dann, wisst ihr, Gott hat so viel Gutes vorbereitet. Jesus kam, um uns das Leben zu geben, das Leben in Fülle. Und er sagt, dass denen, die ihn lieben, er hat kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und es ist in kein Menschenherz eingedrungen, was Gott für die vorbereitet hat. Und so möchte ich euch ermutigen, suchet und ihr werdet finden. Ihr werdet ein Leben finden, das schon auf der Erde lebenswert ist. Aber noch viel mehr in der ewigen Herrlichkeit, für die wir uns jetzt hier auf dieser Erde entscheiden dürfen, sollen und können. Denn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. Also kommen wir doch zu dieser Konferenz vom 25. bis 27. März. Macht euch frei, ihr werdet euch nicht bereuen. Shalom, Shalom. Yeah.